Ja, da steht sie, die S1000 Doppel-R, die neue von BMW. Für viele von euch wahrscheinlich schon ein Begriff, ist sie ja schon sehr lange und viele Jahre in den Fahrerlagern unterwegs. Ein Grund mehr für BMW, jetzt nochmal nachzuschärfen mit den ganzen neuen Features, die wir uns jetzt gleich im Anschluss anschauen werden. Welche Vorteile bringen sie, wer profitiert davon? Das gibt's alles gleich im Anschluss, bleibt dran. Beginnen wir am besten mit dem Herzstück vom Fahrzeug, das ist natürlich der Motor. Es ist hier nicht allzu viel Neues passiert, um es gleich vorwegzunehmen. Das Vorgängertriebwerk ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwo grobe Schwachstellen gehabt hat. Es ist nochmal die Drehzahl auf 14.600 Umdrehungen angehoben worden. Wir haben 210 PS, es sind mehr oder weniger 3 PS so dazugekommen. Also auch hier ein Feinschliff, was vielleicht ein bisschen ein Manko nach wie vor an dem Motor ist. Man kennt es vom Vorgänger auch, dass er leichte Vibrationen in den Lenker reinschickt. Das ist gerade auf der Rennstrecke massiv spürbar oder sagen wir mal stärker spürbar als jetzt auf der Straße, weil man natürlich bei hohen Drehzahlen unterwegs ist. Und naturgemäß merkt man natürlich bei hohen Drehzahlen solche Vibrationen etwas stärker. Es ist aber nicht so, gerade mit den originalen Lenkerarmaturen, die ja auch noch die Gewichte außen drauf haben, dass es hier extrem unangenehm wird. Also mit dem hält man es ganz gut aus. Vielleicht muss man ein bisschen aufpassen, wenn man auf Nachrüstlenkerstummeln umrüstet. Für all diejenigen, die vorhaben, das Fahrzeug so zu bewegen, wie es eigentlich gedacht ist, nämlich auf der Rennstrecke in erster Linie und leichte Lenkerstummel verbaut, dann wird es ein bisschen tricky. Da gibt es ein paar Tricks und Kniffs, wie man da die Vibrationen nochmal rauskriegt. Aber im Serientrim, so wie wir es heute auch gefahren haben, hat das eigentlich sehr gut funktioniert und war jetzt nicht grob spürbar. Beim Motor also nur kleine Neuerungen, trotzdem ein bisschen ein Benefit ist da. Kommen wir mal zum nächsten Punkt und das ist eigentlich, kann man sagen, der größte Punkt, den BMW geändert hat vom Vorgängermodell zu dem. Und das ist die Elektronik. Die Elektronik ist hier nicht nur überarbeitet worden, es gibt auch den einen oder anderen neuen Sensor. Wir haben hier, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, einen Lenkwinkelsensor verbaut, der Elektronik noch eine zusätzliche Information über die Stellung des Lenkers gibt. Und diese Daten sind wichtig für verschiedenste Systeme. Es sind ein paar dazugekommen, die genau auf diese Daten nämlich zurückgreifen. Wir haben zum einen eine zusätzliche Hilfe, die beim Anbremsen einen zu großen Versatz, einen Slide-Versatz sozusagen, verhindert oder begrenzen soll. Das kennt fast jeder vom Rennsport. Beim Anbremsen wird das Fahrzeug natürlich etwas leicht. Versierte Fahrer nutzen dieses Anstellen des Fahrzeuges, um beim Kurveneingang schon etwas Richtung machen zu können. Für untrainiertere Fahrer oder die nicht ganz auf dem Level fahren, ist es immer sehr schwierig gewesen, das zu spüren oder sowas überhaupt anzuwenden. Und hier hilft dieses System wirklich gut. Ich habe es sehr intensiv getestet und probiert. Die Elektronik erkennt dank dieses Winkelsensors von der Lenkung vorne tatsächlich, wie weit das Fahrzeug beginnt auszuscheren und regelt mit Hilfe der ABS-Sensoren den Schlupf. Man erkennt automatisch zusätzlich zu dieser Schlupferkennung und des Lenkwinkels eben dann diese Regelgüte. Wir haben ja auf dem Naked Bike, das wir in einem anderen Bericht schon auch vorgestellt haben, bei der M1000R, da gibt es diesen Sensor nicht. Da hat man auch versucht, dieses System zu implementieren. Funktioniert auch, aber bei Weitem nicht auf dem Level, wie es hier ist. Also hier kann man, um es relativ einfach darzustellen, wirklich in der Bremszone vorne und hinten voll reinsteigen, runterschalten und das Fahrzeug beginnt natürlich quer zu gehen und dieser Winkel wird von der Elektronik begrenzt. Ja. Überschreitet man den, nimmt automatisch die Elektronik das Bremsmoment des Motors zurück und reduziert die Bremskraft vom hinteren Bremszylinder. Und dadurch stabilisiert sich das wieder und erreicht somit ein konstantes Quergehen des Motorrades. Und man kann eigentlich fast wie die Profis richtig schräg in die Kurve reinfahren und das ohne viel Training und jetzt
massives Gefühl für das zu haben. Es ist am Anfang natürlich eine Überwindung, weil man es nicht gewohnt ist, ein schräges Motorrad im Anbremsbereich zu haben. Aber wenn man über den Stepper mal drüber gegangen ist, und ich kann euch beruhigen, es funktioniert wirklich gut, gibt es hier eigentlich keine Bedenken und man kann es wie die Profis wirklich quer ins Eck reinfahren. Also das ist ein Feature, glaube ich, was auf jeden Fall ein Highlight darstellt und auch so in den anderen Fahrzeugen bis jetzt noch nicht verbaut wurde. Nicht nur beim Reinfahren hilft dieser Lenkwinkelsensor, sondern auch beim Rausfahren. Ohne diesen Sensor gab es natürlich auch schon Traktionskontrollen etc., die einem geholfen haben, zu viel Spin am Hinterrad zu reduzieren. Mit dieser zusätzlichen Information ist die ECU aber in der Lage, zusätzlich zum Spin eben noch zu wissen, beim Rausbeschleunigen, wie viel Querneigung hat das Fahrzeug, wie groß ist der Driftwinkel, und kann diesen dadurch regulieren. Das macht sich besonders bemerkbar, wenn der Reifen beginnt etwas abzubauen. Wenn die Reifen neu sind, kriegt man die Dinger sowieso schwer in den Slide, in den Drift, weil der Initial Grip von neuen Reifen so hoch ist, dass man so viel Schräglage benötigen würde, um das überhaupt quer zu ziehen, dass das fast nicht mehr kontrollierbar wäre. Deshalb war es gut, wir sind heute den ganzen Tag auf den gleichen Reifen geblieben und hatten die Möglichkeit eben zu schauen, was passiert, wenn der Reifen mal sich abnützt und der Grip abfällt. Und das war eben wirklich gut, weil da konnte man dieses System richtig gut austesten. Ich bin es in verschiedenen Stufen gefahren, man hat die Möglichkeit, verschiedene Stufen anzuwählen, wie viel Freiheiten das System einem ermöglicht beim Reinfahren und beim Rausfahren, und das zeigt, wie weit die Regelung da schon gediegen ist. Diese zusätzlichen Informationen geben dem Fahrzeug wirklich wichtigen Input, um diesen Slide ganz smooth kontrollieren zu können. Weil wir kennen das von den Traktionskontrollen von früher. Ich war ja eigentlich von Beginn an der ganzen des Elektronikzeitalters, wenn man es so benennen möchte, von Anfang an dabei und kenne die Regelungen und diese Entwicklung von den Regelungen. Und da war es eben so, früher hatte man wirklich nur den Spin kontrolliert hinten, was auch schon eine große Hilfe war, um Highsider-Ansätze etwas zu reduzieren. Mit diesem System ist es aber jetzt wirklich, ist man in der Lage, auch mit sehr stark abgebauten Reifen wirklich den Hahn gut spannen zu können und konstant rauszufahren. Mit wirklich etwas Drift und trotzdem noch viel Vortrieb zu haben. Viele Traktionskontrollen haben ja eigentlich so ein bisschen das Problem gehabt in den vergangenen Jahren, dass sie zwar Stürze gut vermeiden können, aber wenn es dann darum gegangen ist, wirklich flott aus der Ecke noch rauszukommen, auch mit abgefahrenen Reifen, da hatten die Systeme sehr oft Schwächen. Und da profitiert man von der Neuheit, wie wir es hier haben, wirklich gut. Für einen schnellen Fahrer hilft es, weil die ganze Sache nicht so reduzierend wirkt. Ja, es gibt doch sehr viel frei. Und für den Durchschnittsfahrer, der profitiert maßgeblich davon, weil er sich auf zusätzliche Sachen noch verlassen kann und das Ganze smoother abläuft und man dadurch mehr Vertrauen zu der gesamten Geschichte bekommt, um es dann wirklich nochmal schneller bewegen zu können. Was auch wirklich gut gelungen ist, das ist die Motorschlepp-Momentenkontrolle. Also ich habe ja, wenn ich das Motorrad verzögere, auf Deutsch, wenn ich den Gasgriff zudrehe, natürlich Motorbremswirkung dran. Diese Motorbremswirkung kann ich mir über die Elektronik in verschiedenen Stufen reduzieren. Also von der maximal möglichen in 3 Stufen kann ich das sukzessive etwas geringer machen, um eben für gewisse Situationen das Bremsmoment des Motors reduzieren zu können. Ich persönlich habe es gern auf der maximalen Stufe, weil maximale Stufe bedeutet eben maximale Motorbremse, weil man hier den Vorteil hat, wenn man versucht, schnell in die Kurve reinzufahren, habe ich hier noch die Hilfe vor der Motorbremse, um nochmal den Winkel zu bekommen, um vernünftig aus der Kurve rausfahren zu können. Je geringer ich die Motorbremswirkung mache, desto mehr schiebt mir das Motorrad in der Kurve. Es gibt einige Fahrer, besonders die vielleicht von der Zweitakt-Szenerie kommen, die sowas gerne haben. Die wollen das nicht, dass das so stark eingebremst wird, das Fahrzeug, wenn der Gashahn geschlossen wird. Ich persönlich mache es gerne, weil es so ein bisschen auch der Superbike-Fahrstil ist oder bei dem das deutlich hilft, weil man sehr schnell und spitz in die Kurve reinfährt, kurz Winkel macht und dann wieder massiv raus beschleunigt. Und dabei hilft eine starke Motorbremse. Auf was ich hinaus will, ist aber, dass wenn man
vorher, also bei den vorigen Elektroniken, starke Motorbremsen eingestellt hat, hat man sehr oft das Problem gehabt, dass das Fahrzeug geneigt hat oder dazu tendiert hat, quer zu gehen. Weil viel Motorbremse bedeutet natürlich auch ein eher instabiles Fahrzeug auf der Bremse. Und deswegen hat man hier eine Regelung der Motorbremse vorgenommen, die eben kontrolliert, nicht nur wie weit das abhebt hinten, wir haben auch eine Abhebeerkennung bei dem System, da komme ich vielleicht später nochmal dazu, passt besser zum ABS. Das kontrolliert, wie viel quer geht das Motorrad, auch ohne Bremse, weil es reicht ja, wenn ich wirklich stark verzögere und schnell runterschalte, dass das Motorbremsmoment das Fahrzeug schon querstellt. Hier macht man es eben so, dass man durch diese zusätzliche Regelung die Motorbremse aktiv nochmal zurücknimmt. Das heißt, auch wenn ich auf der stärksten Stufe bin, nimmt sie mir die Motorbremse etwas weg und das, indem nur zwei von den vier Zylindern etwas befeuert werden. Man macht es deswegen gesplittet, man nennt das eben einen Zylindersplit, dass man das nicht auf vier macht, weil das Problem ist, da reden wir von ganz wenig Gas, das angelegt werden muss. Also das ist nicht der Fahrer, sondern die Elektronik. Und wenn ich alle, die komplette Zylinderbänke, alle beginne aufzumachen, habe ich schon eigentlich fast zu viel Schub. Und deswegen geht man eher den Weg, dass man sagt, gut, wenn ich nicht so viel Schub brauche, dann reichen eigentlich zwei Zylinder. Und die beginnen dann leicht wieder zum Brennen beginnen. Das heißt, da öffnet man leicht und das reicht aus, um ein leichtes Anheben der Motorbremse, also eigentlich die Reduzierung der Motorbremse zu erreichen und das Fahrzeug sofort stabilisiert zu bekommen. Das funktioniert wirklich gut, kommt auch mir entgegen, weil ich grundsätzlich viel Motorbremse haben möchte, aber durch dieses Anheben oder Reduzieren der Motorbremse in den Situationen, wo es zu viel quer gehen möchte, hilft einem das nochmal. Und nachdem man das auch in gewissen Schritten auch deaktivieren kann und runterbrechen kann, ist da, glaube ich, für jeden was dabei und für einen Normal-Durchschnittsfahrer, glaube ich, eine große Hilfe. Wenn wir schon bei der Elektronik sind, dann kommen wir auch kurz zum ABS. ABS ist ja auch schon mehr oder weniger integriert in die gesamte Fahrzeugsystematik. Wir haben hier jetzt das ABS Pro, wie es BMW so schön nennt, von Conti, das zusätzlich zur ABS-Regelung an sich noch kontrolliert, wie weit hebt das Motorrad zum Beispiel ab. Also ich habe hier noch einen zusätzlichen Assistenten, der mir kontrolliert, habe ich schon fast die Neigung des Überschlags, fängt es an quer zu gehen, da kann das System nochmal in verschiedenen Stufen regeln. Und was mir gut gefällt ist, dass man das auch stufenweise deaktivieren kann. Das heißt, wir haben auch eine Art Rennmodus für alle, die das stört, die das nicht wollen, dass das zu stabil bleibt und maximale Verzögerungen haben wollen, kann man zum Beispiel diese Regelung am Hinterrad auch komplett deaktivieren und hat trotzdem noch die ABS-Regelung am Vorderrad, da wo es grundsätzlich eher am wichtigsten noch ist, weil da kann man sich gut vorstellen, auf der maximalen Bremse, bei maximaler Verzögerung einlenken, da hätte man gerne noch jemanden, der darauf achtet, dass das Vorderrad nicht überbremst wird, besonders wenn die Bedingungen schwieriger werden. Kalter Asphalt, nasser Asphalt etc., da ist man um solche Hilfen froh, selbst wenn man ein Fahrer ist, der ganz in der oberen Liga mitspielt, hilft einem so ein System dann auch. Das Schöne ist, wie ich schon erwähnt, dass man das auch konstant reduzieren kann und kann das wirklich bis zum kompletten Deaktivieren des Systems weitertreiben. Wir haben natürlich verschiedene Fahrpedalkennfelder. Das bedeutet, wie reagiert der Motor bei einer bestimmten Gasgriffdrehung. Hier habe ich verschiedenste Kennlinien mal durchprobiert und ich muss sagen, dass eigentlich alle, die hier zur Verfügung stehen, wirklich verwertbar sind. Wir haben ja gesehen beim Naked Bike bei der M1000RR, da ist der scharfe Modus fast ein bisschen zu spitz geraten. Hier haben wir etwas zu aggressives, eine zu aggressive Reaktion am Gasgriff. Das muss ich sagen, ist hier nicht der Fall. Hier kann man wirklich eigentlich alle quer durch die Bank sich aussuchen und einmal versuchen und jeder kann sich da recht gut das Optimum für sich herausfiltern. Das Gute ist, dass wir grundsätzlich verschiedene Fahrmodis haben. Davon gibt es vier, die von Haus aus schon fix vorbelegt sind. Wenn sich einer nicht großartig mit dem auseinandersetzen möchte, kann er einen von den vieren wählen.
Wenn einer sagt, okay, ich möchte das selber zusammenstellen, dann gibt es noch drei zusätzliche Modi. Das sind die sogenannten Pro-Modi und da kann ich mir das Zusammensuchen von den Stabilitätshilfen, von Gasannahme, Regelungen etc., Fahrwerkseinstellungen, kann ich mir hier zusammenpacken und dann relativ einfach über die Mod-Taste sehr schnell auf der Rennstrecke oder auf der Straße während der Fahrt das aufzurufen. Grundsätzlich muss man sagen, dass hier, was die Elektronik betrifft, sehr viel gemacht wurde. Es sind nicht nur neue Features dazugekommen, wie wir gerade besprochen haben, sondern auch die Regelungen generell überarbeitet worden. Wir haben zum Beispiel die Willi-Kontrolle, die mittlerweile eh schon fast jeder kennt, hier nochmal in verfeinerter Form. Also hier kann man mittlerweile wirklich bestimmen, wie viel Winkel soll das Fahrzeug zulassen bei voll geöffnetem Gasgriff, um hier zum einen guten Vortrieb zu haben und zum anderen nicht ein zu hohes Vorderrad zu erzeugen. Und das habe ich versucht in verschiedenen Einstellungen und das funktioniert wirklich gut. Also jeder, der das Willi-Fahren generell erlernen möchte, da sind das unschlagbare Hilfen. Ich brauche mir hier jetzt sozusagen keine Sorge machen, dass das Motorrad wirklich nach hinten sich überschlägt, weil hier die Regelung mittlerweile so fein ist, man kann mit dem ersten Gang voll durchladen, das Vorderrad beginnt abzuheben und hält es wirklich konstant auf diesem Level. Das funktioniert so gut, dass das nicht mal beginnt, irgendwo in eine Regelung zu gehen oder in eine spürbare Regelung. Das hält wirklich konstant den Winkel und man kann mit voller Power da rausfahren und rausbeschleunigen. Wie hoch das Vorderrad abhebt, kann man sich über die Elektronik noch aussuchen. Und das, muss ich sagen, gefällt mir gut, weil man das verwenden kann, aber nicht unbedingt verwenden muss. Es gibt dann noch weitere Kleinigkeiten an Neuerungen, wie zum Beispiel eine Berganfahrhilfe. Selbst das finden wir auf dem Superbike, wird wahrscheinlich auf der Rennstrecke nicht so oft gefragt werden. Aber so eine kleine Information am Rande, auch das gibt's. Wenn man zweimal die Bremse drückt am Stand, hält das Fahrzeug die Bremse nach wie vor so lange, bis man den einkuppelt und wieder das Gas öffnet. Eine kleine Notiz am Rande, ist aber jetzt, glaube ich, für die Tiefe, wo wir jetzt da reingehen wollen, jetzt nicht so ausschlaggebend, aber it's good to know. So, dann kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Elektronik haben wir jetzt genug gesprochen. Was ist noch anders? Das ist das Chassis. Was ist am Chassis geändert worden? In erster Linie wurde der Flex geändert und in Kombination auch die Geometrie des Vorderbaus. Wir haben einen anderen Offset, der Gabelbrücke und einen moderateren Gabelwinkel bekommen. In Summe kann man sagen, ist das eine etwas konservativere Fahrwerksgeometrie, was aber der BMW wirklich gut tut. Beim Vorgängermodell haben wir das, oder viele von euch wahrscheinlich schon bemerkt, dass sie in manchen Bereichen etwas übernervös reagiert. Gerade in den Beschleunigungssituationen, wo wenig Last am Vorderrad ist, fehlt ein bisschen die Präzision. Gerade beim Einlenken oder auf hohe Geschwindigkeiten auf der Geraden hat sie ein bisschen ins Rühren begonnen. Das wurde hier deutlich bekämpft und funktioniert auch gut. Selbst beim Reinbremsen in der Kurve habe ich dadurch mehr Rückmeldung, wir haben einen mehr Nachlauf. Das generiert mir nicht nur mehr Stabilität, sondern auch ein besseres Feedback vom Vorderreifen. Vorderradrutscher für die Experten von euch sind dadurch auch besser nicht nur spürbar, sondern auch abfangbar. Natürlich gehört da einiges an Feingefühl noch dazu. Aber das funktioniert mit dieser Lenkgeometrie auf jeden Fall deutlich besser. Das Chassis hat jetzt auch noch einen anderen Flex bekommen, nämlich in bestimmten Punkten ist er etwas weicher geworden. Das hilft zusätzlich, nochmal Traktion zu generieren und das Fahrverhalten generell etwas zu verbessern und gutmütiger zu gestalten. Wenn wir beim Chassis sind und über das Fahrverhalten reden, ist natürlich ein wichtiger Punkt noch das Fahrwerk. Beim Fahrwerk setzt BMW nach wie vor oder immer noch auf dieses DDC. Das ist ein elektronisches System, das hier über Magnetventile arbeitet. Wir haben hier kein konventionelles Setting drin, sondern in erster Linie ein einzelnes Ventil, das einfach nur den freien Fluss in der Gabel vom Gabelöl entweder weiter öffnet oder schließt. Das
hat einen riesen Vorteil, weil man natürlich im Vergleich zu einem fixen Setting, was drinnen verbaut ist, eine riesige Bandbreite abdecken kann. Von extrem sanften Ansprechen und komfortablem Fahren auf der Landstraße bis hin zum harten Rennstreckeneinsatz. Das System hatte bis jetzt aber immer seine Grenzen. Die Möglichkeiten waren zwar immer schon sehr groß, aber das Wissen und die Erfahrungswerte, die man braucht, um dieses System effizient auch auf der Rennstrecke unter vollem Druck anpassen und einsetzen zu können, das hat ein bisschen gefehlt. Wie alles im Rennsport braucht alles seine Zeit, um hier Schritt für Schritt das System verbessern zu können. Das hat man hier gemacht. Und wenn man es vergleicht mit den ersten DDC-Fahrwerken, ist hier wirklich ein Riesensprung passiert. Man hat den Regelalgorithmus dahinter und die Daten, die Bedatung der Kennlinien wirklich gut in den Griff gekommen. Ich habe mich wirklich intensiv auseinandergesetzt heute, auch mit dem Fahrwerk. Wir haben vorne in der Gabel eben eine elektronische Verstellmöglichkeit in der Dämpfung. Und die Federvorspannung ist nach wie vor manuell zu verstellen. Beim Federbein hinten grundsätzlich das Gleiche. Wir können das im Unterschied zu den Vorgängermodellen auch individuell unterschiedlich gestalten. Früher war es oft so, man konnte nur verschiedene Presets anwählen, wo dann unterschiedliche Kennlinien im Hintergrund gearbeitet haben und man eigentlich nie wirklich Eingriff nehmen konnte. Jetzt ist es etwas anders. Ich habe zumindest beim Federbein hinten die Möglichkeit, die Dämpfung in Zug- und Druckstufe unterschiedlich einstellen zu können. Das heißt, eine Art Möglichkeit wie bei einem konventionellen Fahrwerk. Bei der Gabel hat man auch die Möglichkeit, die Dämpfung verstellen zu können, allerdings nicht mehr getrennt in Zug- und Druckstufe. Hier habe ich nur die Möglichkeit, im Gesamten die Dämpfung entweder anzuheben oder ein bisschen zu reduzieren. Trotzdem muss ich sagen, funktioniert das System erstaunlich gut. Ich kenne die DDC-Systeme von früher noch, wo man öfters Probleme gehabt hat, gerade auf der Rennstrecke, wenn es um den High-Performance-Bereich gegangen ist und man sehr gerne dann auf ein konventionelles Fahrwerk gewechselt hat. Das muss ich sagen, ist hier deutlich besser geworden. Die Regelalgorithmen sind sehr feinfühlig geworden. Es funktioniert sowohl auf der Bremse sehr gut als auch in Beschleunigungssituationen. Das Fahrwerk ist natürlich ein wichtiger Punkt für die ganzen Fahrhilfen, die hier integriert sind. Eine Fahrhilfe kann nur so gut funktionieren, so ruhig das Fahrwerk auch arbeitet. Jeder kann sich vorstellen, wenn man voll raus beschleunigt aus der Kurve und das Fahrzeug massiv zu pumpen beginnt, tut sich die beste Regelung schwer, hier konstante Drifts hinzubekommen. Und das ist hier gut gelungen. Das Fahrwerk ist deutlich ruhiger. Man kann auch mit ein paar Einstelltricks, indem man hier die Dämpfung noch leicht verschiebt, das habe ich heute ausprobiert, noch deutliche Beruhigung im Fahrzeug generieren, um dann die Elektronik in der Regelungsgüte noch unterstützen zu können. Und das gefällt mir bei dem DDC-System jetzt mittlerweile eigentlich gut. Und das kann man eben auch auf der Rennstrecke gut einsetzen. Was mit Fahrstabilität und Fahrverhalten natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist die Aerodynamik. Und auch hier ist einiges passiert. Wir haben nicht nur einen neuen Vorderbau bekommen, wir haben, was auch augenfällig ist, neue Winglets dran gebaut bekommen. Die Winglets, auch nichts mehr ganz Neues. Jeder Hersteller setzt schon langsam auf diese Zusatzbauteile, die einem helfen, bei hohen Geschwindigkeiten noch eine zusätzliche Abtriebskraft zu bekommen, um mehr Fahrstabilität generieren zu können. Man kann sich vorstellen, wenn man mehr Anpressdruck am Vorderrad hat, und das kann man gut gebrauchen bei einem Motor, der 210 PS hat beim Beschleunigen, dann habe ich natürlich mehr Anpressdruck und mehr Stabilität am Vorderraffen. Man hat mehr Führung und man tut sich in Schräglage zusätzlich noch leichter, eine engere Linie zu fahren, weil man durch den zusätzlichen Druck am Vorderreifen auch engere Linien fahren kann. Natürlich wirkt sich dieses System erst bei höheren Geschwindigkeiten aus. Wir reden hier so von Geschwindigkeiten um die 200, da beginnt es wirklich effektiv zu wirken. Und im unteren Bereich ist es einfach wie ein normales Motorrad. Trotzdem hilft es hier enorm, bei hohen Geschwindigkeiten mehr Stabilität zu bekommen. Bei den Superbikes nicht uninteressant, umso wichtiger bei vielen Nakedbikes, wo man auch beginnt, eben diese Systeme anzubauen, weil die noch deutlich empfindlicher auf solche Auftriebswerte reagieren und noch instabiler sind. Was kann man sich von dem Fahrzeug oder von der neuen S1000RR wirklich erwarten? Wer profitiert davon? Grundsätzlich kann man sagen, dass eigentlich fast jeder davon profitiert. Selbst im
hohen Fahrsegment bei den Profis, kann man sagen, hilft es einem deshalb, weil die mittlerweile diese Regelungen und die Fahrhilfen so gut sind, dass sie zumindest keine Zeit mehr kosten. Früher war es oft so, wenn ich versucht habe, mit einem Fahrzeug recht schnell auf Zeiten zu kommen, dass es immer mühselig war, verschiedene Fahrhilfen zurückzunehmen, zurückzuschrauben, zu deaktivieren, um hier wirklich die maximale Leistung ausschöpfen zu können, was der Motor zur Verfügung stellt. Und das macht es jetzt etwas einfacher, weil diese Regelungen deutlich feiner und sensibler geworden sind und selbst für einen guten Fahrer hier nicht mehr so viele Schranken in den Weg legen. Für einen Hobbyfahrer oder den Durchschnittsfahrer, der profitiert fast noch mehr, weil natürlich der die Sicherheit hat, im Hintergrund solche Regelsysteme vorfinden zu können und auch noch, wenn man es wirklich mal übertreibt, ein Helferlein zur Seite hat, der das verhindert, um hier einen Sturz zu verhindern oder das Fahrzeug permanent unter Kontrolle zu haben. Mit der neuen Lenkgeometrie bekommen wir nicht nur mehr Feedback und mehr Stabilität, sondern natürlich auch ein besseres Gefühl fürs Vorderrad. Und das hilft enorm, um schnell Vertrauen aufzubauen mit dem Fahrzeug. Wir sind heute auf der Rennstrecke sogar mit den leichten Felgen unterwegs gewesen und sind zusätzliche Kreiselkräfte, die eigentlich Stabilität bringen. Wenn man das reduziert durch den Einsatz von leichten Carbonfelgen, wie wir es hier haben, würde man Instabilitäten noch viel mehr spüren. Und das war gut zu sehen, dass selbst mit diesen leichten Carbonfelgen, die man aus dem Zubehörkatalog zusätzlich noch erwerben kann beim neuen Fahrzeug, hier keine Probleme bekommt. Und das zeigt diese geänderte Geometrie, dass man hier wirklich einen Step nach vor gemacht hat. Auch das Reinbremsen in die Kurve wird dadurch deutlich erleichtert und man schafft es, auch wenn man auf hohem Level unterwegs ist oder besonders auf hohem Level, hier nochmal Zeit zu finden auf der Rennstrecke, weil einfach das Feedback da ist, in Kombination mit der gut funktionierenden Bremse, die ebenfalls aus der M genommen wurde und leicht angepasst wurde. Also wir haben hier sozusagen auch bei der Bremse hier nochmal einen Step nach vorne gemacht. In dieser Kombination mit der guten Dosierbarkeit ist das wirklich gut gelungen und, glaube ich, ein großer Benefit für sehr viele von uns. Der nächste riesige Vorteil, wie wir es vorher angesprochen haben, sind eben diese ganzen elektronischen Hilfen. Mit diesem Lenkwinkelsensor ist man wirklich in der Lage, sowohl beim Reinfahren als auch beim Rausbeschleunigen die Querneigung des Motorrades oder die Tendenz quer zu gehen, gut beeinflussen zu können. Wir können schön limitieren. Für den, der das nicht haben will, kann es deaktivieren. Also auch das, glaube ich, eine große Hilfe. Somit kann man zusammenfassend eigentlich gut sagen, dass BMW wirklich ihre Hausarbeiten gemacht hat. Es gibt hier nur wenig zu kritisieren und wenn, dann nur auf sehr hohem Niveau. Ich denke, das Fahrzeug bietet sehr viele Vorteile, sowohl im Hobbybereich als auch bis hinauf in die hohen Ligen des Rennsports. Und somit, glaube ich, kann man das Fahrzeug getrost empfehlen, sich einmal näher anzuschauen. Ich glaube, es zahlt sich aus. Ich habe euch jetzt mittlerweile, glaube ich, genug vollgelabert mit den ganzen Techniksachen, die es hier drinnen gibt. Ich glaube, wir lassen es jetzt mal gut sein. Ich hoffe, ich habe euch etwas das Fahrzeug näher bringen können. Würde mich freuen, wenn ihr wieder netten Kommentare hinterlässt und uns ein Like gebt, wenn es euch gefallen hat, weil dann bin ich wieder für euch unterwegs und teste auch die anderen Fahrzeuge, die noch auf uns warten. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, verbringt einen guten Winter und dann geht's bald wieder los. Tschüss, Servus.